Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Täglich zockt das Murmeltier. Heute... Oh, the weather outside is Splatoon. Und Leute, wie im Titel schon vernommen, ist das ein wichtiges Infovideo. Also, was heißt Infovideo? Das ist das große, der große Weihnachtstalk, was es so zu bereden gibt. Wichtiges, interessantes. Auf einer Map, die ich glaube ich bis jetzt viermal gespielt habe oder so. Ich muss dieses Video nochmal aufnehmen, weil das erste Mal der Ton komplett übersteuert war. Ja, genau. Und jetzt gehen wir mal ein paar Punkte ab. Ich habe mir eine lange Liste gemacht, was wir hier mit Stichpunkten, was wir hier besprechen müssen. Und zwar der erste Punkt ist die YouTube-Kacke. Ja, vielleicht werden manche eine Benachrichtigung einer YouTube-Kacke, geht darauf, erhalten haben. Und dazu sei gesagt, ich habe halt, wie gesagt, eine YouTube-Kacke gemacht und ich wollte die eigentlich auch als Weihnachtsspecial sozusagen hochladen. Und konnte ich nicht aus Urheberrechtsscheiße. Es war, also, ich kann das nicht hochladen, wurde instant gesperrt. Und falls das manche erhalten haben, wie kommst du denn hier hoch, du Sack? Wie kommt er hier hoch? Da kann man gar nicht hoch. Es sind zwar zwei Bumper an der Seite, bloß die sind hier extra, seht ihr das, die sind gelb und die kann man nicht umfärben. Warte, wie kommt der hier? Oh ja, genau, hier. Oh, geh schon. So, naja, das ist halt scheiße und dann wollte ich halt, will ich halt wieder eine YouTube-Kacke machen. Aber zu dem Thema komme ich gleich. Alter, was wieder los ist, du. Und zwar kommen wir zum nächsten Thema. Ah ja, Boxenbau. Das ist ein Dings. Und zwar Boxenbau ist etwas anstrengend, denn wie gesagt, wir haben alles zusammen, auch die Materialien und so und die Boxen, Bausatz. Aber Joas muss nur kommen. Joas ist, wir versuchen, das ist das letzte Wochenende, da wollen wir auch Livestream. Dazu, ja, wie gesagt, Livestream, wir haben alles. Auch für Livestream, Joas muss halt kommen, das hängt wieder alles an ihn und wenn Joas irgendwas machen muss, dann ist es immer so, naja, kommt das schon wieder. Hä? Von dem Winkel, wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Das ist nicht möglich. So, das nächste ist hier, ah ja Leute, wie gesagt, der Weihnachtsmann hat halt ordentlich Katsching Geld gebracht, ich will jetzt nicht sagen wie viel. Aber schon eine Menge. Und das waren schon mal Double Kill. Aber das hat halt immer noch nicht im Entferntesten gereicht. Ah, danke sehr. Hat noch nicht im Entferntesten gereicht für das, was wir eigentlich wirklich brauchen an Geld. Ah, das wird nicht reichen. Naja, wie gesagt, für die ganze Streaming-Ausrüstung haben wir schon bestellt und das Ganze. Und damit hier, ja, die ganze Streaming-Ausrüstung, die ganze Kacke ist schon bestellt. Wie gesagt, der zweite Monitor und alles kommt schon. Und für manche andere Dinge müssen wir halt noch gucken. Ja moin, zwei hatten einfach 0 Kills. So ehrenhaft. Nächste Runde. Ja, weiter im Text, andere Map. Heute ist auch Herrschaft dran, Alter. Kein Bock auf Herrschaft. Vor allem, weil da, das, ich glaube, in S plus irgendwas. Und da sind nur Hacker. Und das ist auch nicht einfach nur so gesagt, das ist auch wirklich so. Da sind irgendwelche Leute mit Level 3, 4, weil sie es so nie erreicht haben, da reinzukommen. Und deshalb hacken sie sich einfach da rein. Ich weiß nicht, wie dieser Hack heißt und wo man ihn kaufen kann. Anscheinend haben die sehr, sehr viele in Splatoon. Und Alter, wie das wieder losgeht. Was hier unten drin nicht machte. Ja. Also, wie gesagt, das Geld hat nicht ganz gereicht. Und aber für Streaming-Ausrüstung hat das gereicht. Das Problem ist, jetzt kommen wir auch zum nächsten Thema. Livestream haben wir. Ja, der Greenscreen. Der Greenscreen ist so eine Geschichte. D-
Das Problem ist beim Greenscreen, dass der hier, wie soll ich das nur sagen? Der Greenscreen... Ha, ich hab den IKL erledigt. IKL. Ah, nein. Danke sehr. Naja, der Greenscreen, der Elgato Greenscreen, richtig guter Greenscreen. Es muss nicht das Beste vom Besten sein, doch, für mich schon. Weil ich keinen Bock habe, mit irgendeiner Halbscheiße rumzugucken. Und deshalb, oh oh. Oh nein, oh nein. Und das Problem ist, er hat eine Lieferzeit von 1 bis 2 Monaten. Ja, wahrscheinlich geklaut. Ich kann nicht cool sein, obwohl mit den Dingen. Der hat eine Lieferzeit von 1 bis 2 Monaten und deshalb habe ich halt provisorisch einen grünen Lappen, kann man fast sagen, bestellt für den 20. Das ist halt ein Greenscreen, aber halt wirklich nur das grüne Dings da. Genau. Ja, das ist halt etwas problematisch, kann man fast sagen. Aber es wird schon, ich werde schon irgendwie montieren können und es wird mir sicher anfangs übelst auf den Sack gehen. Aber das ist es halt immer. Okay, ich sehe den Typen. Haut da hinten nochmal. Ach, komm, bleib da einfach stehen. Wie viel Tinte hat der Penner eigentlich? Gleich weiter, das ist etwas spannend. Wo ist er hin? Ist er tot? Was für ein Cheater! Da war alles gelb! Und den kriegt noch jemand, den kriegt noch jemand. Wir haben gewonnen, so oder so. Ja. Nächstes Thema, ja gleich. Nächste Runde. Rangkampf. So Leute, jetzt kann ich mal mich ein bisschen über Power Direct auslassen. Das wird auch der letzte Punkt. Und zwar, naja, es ist halt gesagt, Power Direct, das kriegt mich so auf. Die, was für eine Verbrecherorganisation. Die wollen, lassen das Programm mit Absicht abstürzen und wollen, dass die schon Nutzer des Power Direct 17 Programms, ne, den Vollpreis zahlen, auch wenn sie das schon besessen haben. Wollen sie, dass sie den Vollpreis bezahlen für die Version, für die alte Version. Für die olle Version sollen die den Vollpreis, sollen also ich den Vollpreis bezahlen und noch mehr Raketen. Für so eine Only-Raketenrunde werden, das wird so lustig. Na komm, fahr rum, danke sehr. Nein, habe ich. Ja, von hinten ist in Ordnung. Hä, von wo? Der stand neben uns. Ne, okay, absolut egal. Auf jeden Fall, es ist halt so, dass, was für mich auch noch aufregend ist, der Vollpreis beträgt 85 Euro, muss man bedenken. Und was gibt es als Neues? Nichts. Es gibt absolut gar nichts als Neues. Vielleicht ein, zwei Betrugshalten. Ja, wirf's halt direkt hier rauf. Hä? Wie kann er mich getroffen haben? Mit dem N-Zap. Ich weiß, wie weit das Ding schießt. Ich habe mir überlegt, ob ich mich mit einer Badewanne ausrüsten soll. Die sind ja vor allem in diesem Herrschaftsmodi sehr OP. Okay. Mal fahren wir um da. Ich brauche so ein Special-Ding. Nur einen. Zwei, drei. Perfekt. So, okay, Power Direct stürzt halt jedes Mal mit Absicht ab und es regt mich so auf. Vor allem, als ich die YouTube-Kacke schneiden wollte, die nächste. Da, Alter, dieser Typ, ne? Geht so auf den Sack. Geht doch, Alter. Oh Mann, jetzt mach mal was. Ja, was ist da los, Alter? Haben die andere Urlaub oder was? Na komm, da ist noch was. Hä? Wie kann er sich dahin teleportieren? Okay, dieser Pinsel hackt. Weil, der teleportiert sich.
Ich würde auch sehr gerne so in Splatoon-Videos, dass ich so eine Art Schnellschneiden mache, also Quick-Cut, da es mir etwas Arbeit erspart. Danke für den Kistchen. Aber, weißt du, bei manchen Momenten, das sehe ich mir manchmal in Zeitloop an, aber ob ich das auch wirklich als Zeitloop reinschneide, ist was anderes. Power Direct, das regt mich halt auch vor allem, dass die Krönung des Beschisses ist es noch, dass da, dass die mir noch Anschickungen sagen, ja, du kannst einen Fehlerbericht selten melden. Hab dich, du Drecksack, Alter. Du kannst einen Fehlerbericht selten melden. Und dann kommt da so, eine Anzeige, kannst du deine Probleme, dein WWchen aufschreiben. Also kommst du gleich um die Ecke, Alter. Und dann, schicken die so einen Kasten da lang. Schicken die einen Kasten da rein und dann heißt es vielen Dank für ihren Bericht, wir kümmern uns drum so. Na Gott. Und dass man da hinten rumgeht, ist so ein Abfuck. Und es regt mich halt so übelst auf, weil es ist so, das ist eine Verarsche. Ich habe da schon das ganze Schimpfwörter-Vokabular reingeschrieben. Und dieser verfickte Fresco, ein Pinsel, hat fast so viel Reichweite wie mein Dings da. Und ich finde, diese Superkugel färbt überhaupt nichts ein. Ja, wo ist der Typ? Aber wie schafft er das immer nur so schnell zu verschwinden? Und naja, die schicken dann Fehlerbericht und sagen sie vielen Dank für ihre Fehlerberichtsmeldung. Obwohl ich überhaupt kein Internet habe. Und das muss man noch dazu rechnen. Guckt ja, das Ding fällt fast überhaupt nicht sein. Zunächst mal haust du nicht so schnell ab, du Sackgesicht. Kommt safe einer wieder von der Richtung. Die kommen hier immer rum, Alter. Das geht's auf den Sack. Man muss eigentlich nur diese Linie verteidigen. Das sieht mal so aus, als würden wir gewinnen. Weil ich vorhin eine Runde gespielt habe, wo wir absolut von Hackern vernichtet worden sind. Mein Team war auch dezent unfähig. Und, ja. Also wir sollten jetzt was machen, ne? Lol, wir gewinnen die letzten 5 Sekunden noch im Zeitablauf. Naja, jetzt bin ich nur noch S-Rang und das ist... entspannter, sagen wir es mal so. So Leute, das soll's für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, eine unterhaltsame Folge mit sehr viel Talk. Ich mache ja sonst ein Clickbait, verspreche ja immer, was ich halte. Und damit entlasse ich euch auch noch, in den schönsten aller Tage. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, täglich zockt das Murmeltier. Ciao, ciao. Drop it.